Hello? Hello? Is this the president of basketball? Yeah, I guess this is Prez. Who is this? Okay, thank you. Please hold for Mike Krzyzewski. Excuse me, who did you say? Hello? Hello, is this Prez? Yeah, this is Prez. Is this Coach K? Yeah, it is. I'm sure you're wondering why I'm calling. Yeah, I am. It's not that often that you get a call out of the blue from someone like you, so yeah. Well, I've got very good reason for calling, I can assure you. On behalf of USA Basketball, I'd like to officially invite you to be a part of the team. Yeah, that's great. Wow, yes, amazing. You were absolutely terrific this season in college, and we think you'd be a great addition to our team. Wow, that is an unbelievable offer. I don't know what to say. So does that mean you accept? 100%. Yeah, I mean, I've always dreamed of, you know, representing my country in a way like this. So I'm in. That's amazing. We'll get you some additional details shortly, and I'm really looking forward to coaching you at our next mini camp this summer. All right, coach. See you this summer, Prez. All right, see you. Coach K, USA, USA, USA. Oh, I gotta call my mom. Tja, und so sind wir mit Team USA im Finale von den Olympischen Spielen. Wir spielen gegen das Team Australien mit dem Team USA. Und es ist immer nur das Team USA. Und hier werfen wir uns ein bisschen ein. Natürlich treffen wir nicht alle Würfe. Wir werfen uns hier ein mit Jimmy Butler, mit Kevin Durant, mit Draymond Green, Marcus Cousins, hier sehen wir Kevin Durant, mit allen Superstars der Liga. Und ja, ist auf jeden Fall spaßig. Und ja, herzlich willkommen erstmal zum USA National Team Game, was noch in the Prelude ist. Im Hintergrund sehen wir die Trainer hier, das sind die Trainer von Australien, aber von uns Coach K, Mike, ich kann den Namen nicht aussprechen, Krzyzewski oder so ähnlich. Und Tom Thibodeau. Naja, egal, wir sind auf jeden Fall nicht in der Starting Lineup. Wer hätte es gedacht? Natürlich sind da andere drin, die krasser sind, Superstars halt. Und ja, ich springe dann gleich auch mal zu den Highlights. Und das ist relativ spät im Game, weil ich musste mich erstmal anpassen an das Niveau hier. Ja, weil das schon ziemlich hoch war. Deswegen habe ich nicht so ganz viele Highlights geschafft in den ersten Minuten und komme erst zu den späteren Minuten, in denen ich da bin. Deswegen habe ich auch Freiwürfe mit reingenommen, ja, weil das erst meine ersten beiden Punkte waren. Naja, jedenfalls ja, habe ich zwei Green Release Dinge gemacht und schon sind wir im dritten Viertel. Ja, also es war aus dem ersten Viertel und jetzt im dritten Viertel. Naja, was soll man machen? Hier Australien macht den Punkt, aber egal. Es geht um den Aufbau hier. Ja, wir sind der Point Guard aktuell, machen Pick and Roll mit DeAndre 3000 und den Korbleger. Das sind meine, nach den Freiwürfen waren das meine zweiten Punkte, die ich gemacht habe. Ziemlich peinlich, aber egal. So, hier jetzt. Und hier sehr gut Stil und den Dunk mit zwei Händen. Und jetzt noch ein bisschen feiern. Wie wär's damit? Ja, hier nochmal ein bisschen klatschen, ein bisschen Hände zeigen. Naja, was halt eben dazugehört, würde ich sagen. Ne? Lässt die Quenzen ein bisschen... Lass ich ein bisschen laufen. Egal, wir holen durch gute Defense den Steal. Kyrie Irving auf mich. Ich mache den dämlichen Alley-oop auf Kevin Durant. Der tippt den aber irgendwie doch rein. Keine Ahnung. Er ist drin. Keine Frage. Das ist das Wichtige. Pick and Roll mit DeAndre Jordan. Der kommt irgendwie durch, macht den Pass zu Carmelo Anthony. Der macht den Finger Roll rein. So, wir holen jetzt den Steal von Dellavedova, der ist ja als Champion geworden jetzt aktuell. Ja. Wir holen uns den Steal auf jeden Fall von ihm und danken den Ball einfach rein. Carmelo Anthony will den Ball nicht einfach zu Point Guard passen, ja. Naja, was soll man machen? So, dann Carmelo Anthony, dann stellen wir wenigstens einen Pick, dass ich gut durchkomme und ich komme gut durch und mache den
Dunk rein. Das ist natürlich schön. So, hier habe ich den Turnover erzwungen. Ja, was auch immer ich gemacht habe, kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, habe jetzt auch nicht mit reingeschnitten was, aber ich habe den Turnover auf jeden Fall erzwungen. Der Punkte dafür bekommen, 5 Sekunden Strafe, weil über 5 Sekunden irgendwie der Ball gehalten wurde, keine Ahnung, also ich weiß nicht mehr genau, was da vor sich gefallen ist, egal. Egal, ich mache ein paar Moves und mache aus dem Laufen ein Midrange-Game und hier den Alley-Oop zu Carmelo Anthony, natürlich auch noch schön, gibt auch noch ein Highlight. Ja, das ist noch dazu bekommen. Und hat hier und beendet das Spiel dann gleich auch noch. Ja. Einen Moment noch. Hier, Dellavedova auf jeden Fall. Der verwandelt nicht den Wurf. Und ich denke, Fast Break, 4 Sekunden, kein Problem. Ich mache ihn rein. Buzzerbeater für mich. Wir haben eh haushoch gewonnen. Die Trophy gewonnen. Egal, ich wollte noch ein paar Punkte absnacken. Habe ich auch gemacht. So, hier gibt es noch ein bisschen Abgleich mit Dellavedova hier. Ja. 14 Punkte, 1 Rebound, 2 Assists, 4 Steals. Ja. Nicht extrem verkehrt. Deswegen keine extrem schlechte Sache. Hier sehen wir noch meine Attribute bisher. 63. Nicht das Beste, aber das wird noch aufgeputscht. Habe ich mir gedacht, während ihr hier das Video anschaut. Bis zum nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, kommentiert, abonniert, teilt das Video auf sozialen Netzwerken, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten kann ich nur sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis morgen, ciao.